Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Wir haben heute ganz speziellen Besuch mit ganz einem speziellen Auto. Als erstes mich vorstellen den Hagen. Den kennt ihr wahrscheinlich von unserem eigenen YouTube-Kanal. Ich verfolge die Videos vom Hagen oft, muss ich zugeben. Die Manta oder die Calibra-Reihe. Ich habe sie gefeiert. Ich habe sie wirklich gefeiert. Ich habe alle Videos geguckt und ich habe nachher gesagt, ob er aus der Rolle wieder rauskommt. Ich habe mich übrigens, das muss ich zugeben, ich wusste, dass der Hagen kommt. Ich habe mich vorbereitet, ne, Micha? Ah, ja, hast dich vorbereitet. Ich habe mir einen Jogginganzug besorgt, der 80er. Ich habe gesagt, wenn du in einem Manta-Outfit kommst, muss ich auch in einem typischen Golf-Outfit kommen. Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe nämlich zufälligerweise auch mein Outfit mitgenommen. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, was machen wir? Ziehen wir uns um? Ich habe den Film Manta Manta geguckt und habe geguckt, was für ein Outfit würde denn zu mir passen? Joggingjacke an, ich glaube eine Jeanshose und ein Unterhemd. Und eine runde Sonnenbrille. Komm Marco, wir teasern die Leute nicht so an. 3, 2, 1 und Outfits an. Endlich können wir uns auch ein bisschen was, oder können wir euch von unserem Cabrio was zeigen? Weil, sagen wir ehrlich, Micha, wie oft kriegen wir so ein Gesicht oder so ein Bild zu sehen? Ach, ja, gar nicht. Also ich glaube auch nicht. Ein Breitbau-Manta mit einem Breitbau-Golf. Früher gab es, das haben wir gerade noch drüber gesprochen, über das Mannequin-Piss. Da hatte so ein, ich müsste euch vorstellen, so ein Strichmännchen mit einem VW-Zeichenkopf hat so auf den Opel gepullert. Und genau umgekehrt gab es auch. Das Mannequin-Strich mit dem Opel-Zeichen hat auf das VW-Logo gepullert. Das war früher so, ne? Und heute stehen die Autos voreinander und machen zusammen Videos. Weil Markenhass haben wir ja nicht. Aber war das so krass mit dem Markenhass? Ich glaube, es war auch mehr einfach viel Spaß. Weil es gab wirklich Markenhass. Am Abschlepphaken hat man sie immer hier einen anderen, ein Opel-Zeichen, einen VW-Fahrer dran gegangen. Ich persönlich hatte das nie, weil ich bin absolut markenoffen. Aber es gab's das, auf jeden Fall. Herr Micha, dass wir das noch erleben dürfen, uns mit dem geilen Cabrio. Jetzt würde ich schon automatisch das Kupplungspedal treten. Wir haben ja gar keins. Ist ja Automatik, ne? Ja, leider. Das Geräusch wird man auch immer. Jeder Automatikfahrer kennt dieses Geräusch. Guck mal nach vorne. Übrigens, das Bier war gerade 0,0%. Das ist schon, boah, schon böse, wenn das Auto einem so entgegenkommt. Ey. Also wir machen ja jetzt eine richtig weite Reise, sag ich mal. Also wir fahren wirklich ein Stück. Wann sind wir das letzte Mal das Cabrio gefahren? Weihnachten 2019. Stimmt, es muss Weihnachten 2019 gewesen haben. Wir haben den Weihnachtsbaum damit geholt. Was wir in der Zwischenzeit mal gemacht haben, hat man, glaube ich, im Werkstatt Alltagsvideo mal gesehen. Wir haben den Krümmer dicht gemacht und hinten drauf ist ein S-Rohr und da blubbert das jetzt schön. S-Rohr ist so ein Auspuff-Endrohr, weil das war, ist hier ein Serienschalldämpfer, aber vom Sound her. Das ist für mich Urlaub. Wir fahren durch die Gegend, geile Autos, perfektes Wetter, machen ein paar Aufnahmen, setzen uns gleich irgendwo hin, labern ein bisschen, zeigen noch ein bisschen die Autos. Geil. Einfach geil. Geil, es macht einfach Spaß. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir darüber einfach ein Video machen, weil ich gesagt habe, hat eigentlich gar nichts mit einem Oldtimer-Content zu tun. So ein Quatsch! Es hat ja richtig mit Oldtimer-Content zu tun. Wir fahren und genießen ein Oldtimer, wofür das Auto gedacht ist, zum Fahren. Und so eine geile Location oder so geile Autos zusammenzusehen, super, super schwer. Also heute der Tag bis jetzt, Bombe. Oh! Oh nee, war ich jetzt drauf die ganze Zeit? Oh nein. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich jetzt die richtige Stelle finde, wo Manta Manta gedreht wurde. Ich weiß, hinter der Uni. Also ich meine, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, hier so Dortmund, diese Autos, man kennt das noch, Ampelrennen am Start stehen und dann voll durchdrücken. Brauchen wir heute gar nicht mehr. Heute willst du mit so einem Auto gar nicht mehr rasen. Zumal nicht hier mit unserem absoluten Sportgetriebe. Ich habe es noch nie geprobiert, aus dem Stehen mal voll drauf zu drücken. Aber guck mal hier, zischt mal ab. Weg sind wir. Ja.
Ja, hier muss das gewesen sein. Das ist die Straße, glaube ich. Also auf dieser Straße, ich fahre sie jetzt mal links. Ich hoffe, es ist richtig. Ja, hier war das. Hier wurde auf den Straßen wurde Manta Manta gedreht. Hier wurde das gedreht. Das ist krass eigentlich, ne? Die Szene mit dem Rennen oder was? Zum Beispiel, genau, wo es dann nachher einspurig wird und sowas. Das war alles hier. Schon erzählt, ich bin ein bisschen neidisch auf das Cabrio gerade. Der Lüfter vorne verhindert schon, dass die Karre überkocht hier. Klimaanlage haben wir leider nicht. Was sagst du so? Sind das so deine Autos? Eher gar nicht. Oder eher ich finde es so weit drüber, dass es geil ist. Weißt? Es ist einfach, dein ganzes Outfit ist so drüber, dass es geil ist, finde ich. Ist nicht dein Daily, nehme ich jetzt mal an. Nee, ich fahre ihn jetzt gerade auch das zweite Mal erst. Also einmal habe ich ihn abgeholt, dann bin ich einmal eine Runde durch den Ort gefahren und jetzt zweite Tour, erste größere Ausfahrt. Und läuft, ne? Also ich könnte hier gefühlt 100 Mal fahren. Über diese Hummel, ne? Ich verstehe nicht, wie du das machst mit dem GFK-Breiber. Ich habe Angst, dass hier mir die Karre auseinanderreißt bei den Dingern. Das ist immer so. Aber das ist auf jeden Fall die Strecke. Ich glaube, hinten rum ist die Kurve, wo die immer rumgedriftet sind, wo sie so abgefahren sind. Also das ist, glaube ich, ganz geil. Wir haben den Hagen sein Manta noch gar nicht vorgestellt. Hagen, ja. Du musst uns dein Manta auch mal vorstellen, fällt uns gerade auf. Mal ein paar Fakten, mal ein bisschen Motorhaube auf, mal ein bisschen was zeigen. Den Motorhaube auf, ist hier und da. Bisschen Action kriegst du. Bisschen Action, genau. Das ist ein 84er Manta B, Original 2 Liter GTE, Umbau auf 3 Liter, 12V Motor aus dem Senator. Dazu passen natürlich auch das Armaturenbrett und so weiter alles innen drin. BBS, dreiteilige Felgen, vorne 11x15, hinten 13x15 auf 345er Schlappen. Was hast du vorne für eine Breite? Vorne 285. Hast du eine Servolenkung? Nee, ich habe keine Servolenkung. Und ein 32er Reit-Sportlenkrad. Positioniert vor den Recaro D&W sitzen, mit Schrotgurten selbstverständlich ausgestattet hier. Das Ganze aus erster Hand und mit Oldtimer-Zulassung. Ja, das ist krass. Du hast das Auto wirklich aus erster Hand bekommen, ne? Ich hab's vom Händler gekauft, aber ein Briefeintrag ist drin, ja. Also das ist schon krass. Hast du mal versucht, mit dem Vorbesitzer Kontakt aufzunehmen? Nö. Habe ich noch nicht getan. Der lebt aber wohl noch. Hat sich damals das Auto halt so aufbauen lassen. Ne? Selbst hier ist das alles so mit dem Flake-Lack lackiert. Also ich kann euch sagen, der Umbau war damals schon unfassbar teuer. Viele von euch werden jetzt sagen, der hat den ganzen Manta versaut. Aber ihr müsst euch vorstellen, der das mal gebaut hat, dem hat es gefallen. Dem Hagen gefällt es auch und ich wette noch ganz vielen anderen Leuten auch. Weil Breitbauten, ich habe das bei unserem Golf aufgehört, wie kann man das Auto so versauen? Aber irgendeiner hat es ja mal gebaut und dem hat es gefallen. Es trifft vielleicht nicht immer den Zahn der Zeit, aber ich finde das cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Front, wo wir gerade losgefahren sind, das Auto sieht echt schon böse aus. Also wirklich böse. Und wenn ich euch die Felgen setze, Dreiteiler BBS, ihr wisst, einer meiner Lieblingsfelge, unbezahlbar mittlerweile. In den Breiten ist sie auch kaum fahrbar, außer auf so Breiten. Und wenn ihr euch das jetzt hinten anguckt, ich habe ja schon eine relativ fette Pranke. Guck mal bitte, wie viel Tiefbett das ist. Ja. Da kannst du ganz Fußball reinschießen. Ich finde das mega. Und ich finde, wenn man zwei so Breitbauautos jetzt mal hier so sieht, was man hier innen drin schön sieht, du hast gerade schön gesagt, du hast das, hier wurde das Senator-Armaturenbrett übernommen. Also die ganzen Schalter, Tacho-Einheit, das ist alles aus dem Senator. Dir wäre es lieber das Manta-Armaturenbrett, ne? Also es ist dadurch, dass es halt gut gemacht ist. Also ich habe da einen Bordcomputer drin, wo ich Reichweite sehe, Durchschnittsverbrauch. Und dadurch, dass es Radio-Lüftung, es funktioniert halt alles, wie es soll, habe ich auch andere Autos, wo es nicht so funktioniert. Deswegen passt es schon so. Ne? Es passt, es ist halt zeitgenössisch. Aber wir zeigen mal was, bevor ich die Haube runter mache. Hier wird aber auch viel getüdelt. Hier ist anstatt eine Klammer ersetzt worden, mit Kabelstrapsen die Verteilerkopf fest. Aber das ist jetzt gut hierher gekommen. Ne? Was wir auch gemacht haben, bei Hagens Video habt ihr das gesehen, wir haben den auch einen Prüfstand gehabt. Wir haben beide geschätzt. Ich hatte 162 PS gehabt, Hagen sagte 163, ein paar plus. Und er hat 170 PS gemacht. Ne? Sauberes Drehzerband, Motor läuft Bombe. Also das Auto echt technisch. Und optisch gibt es nichts auszusetzen. Hier haben wir einen Kerscher Breitbau. Und was bei dem Auto, wo ich das damals gekauft habe, noch gedacht habe, eigentlich wollte ich den gar nicht haben. Weil als erstes Breitbau bei einem Cabrio fand ich irgendwie falsch. Wenn es ein Zuger Golf 1 gewesen wäre, hätte ich es besser gefunden. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat ein Cabrio das erste Mistake. Zweite, die Farbe, wenn er Black gewesen wäre, einfach schwarz oder einfach Kawasaki Grün oder Feuerrot oder Leuchtorange.
Geil. Nein, hier ist ein Glitzerlack drauf. Da habe ich schon gedacht, okay, zweite Fehltritt. Und der dritte, hauptsächlichste Fehltritt ist, wie kann man eine Automatik umbauen? Aber dann habe ich mir die drei Sachen angeguckt und habe mir das Ganze super schön geredet. Und heute bin ich genauso wie der Hagen stolz drauf, den zu besitzen, weil ich würde ihn auch nicht abgeben. Der Hagen hat gerade schon gefragt, hör mal, willst du den verkaufen? Er hat schon nachgefragt. Das ist das Thema. Wenn du den jetzt verkaufst, hast du vielleicht Geld, um was Neues zu kaufen, aber bekommen wir sowas nochmal wieder? Ich glaube nicht, dass es das nochmal ein zweites Mal gibt. Oh, der Lack, der glitzert aber auch wirklich. Ja, da guckt er auf einen schwarzmatten Motorraum, auf einen ganz normalen 1,6er Golf, ich sag mal abgeschrumpften GTI-Motor. Der hat, glaube ich, 90 oder 95 PS statt 112 in der Serie. Und hier zum Beispiel sieht man, wo schlechter gearbeitet wurde. Bei Hagen Samantha ist hier drin alles mit dem Glitzerlack. Hier ist einfach schwarz-matt reingesprungen und hier siehst du, hier blättert es schon wieder ab. Da ist das die Originalfarbe, nämlich weiß. Und was man auch noch erwähnen sollte, fahre niemals mit dem Auto vor einem Bordstein oder gegen ein anderes Auto oder sonst wo gegen. Weil wenn du hier die jetzt eine Beschädigung reinfährst, also bricht was weg. Guck mal, wir verfolgen das Teil. Ein Teil Kotflügel, ein Teil Schweller, ein Teil Seitenteil. Also es platzt, auf Deutsch gesagt, auseinander wie so ein rohes Ei. Und das wäre echt schade. Deswegen hattest du gerade Angst so bei den Huckels, ne? Ja, das kann ja auch mal reißen dann, ne? Ja, ja, ja. Und ich finde, 86 ist das gemacht worden. Der sieht echt noch kacko aus, ne? Aber ich weiß schon, welcher Vorführeffekt ich jetzt habe. Ich sag euch, da ist eine Car-Jetronic drauf. Wir haben richtig schöne Temperaturen. Unter der Motorhaube ist es kochend heiß. Ich sage euch, das Auto springt nicht an jetzt. Mit Vorführeffekt, okay? Bereit? Mhm. Das habe ich nämlich schon mal gehabt. Man sagt immer, dass der eine Dampfblasenbildung hat. So, jetzt müssen wir leider hier mal was aufdrehen. Ach, guck mal hier, das ist sogar noch locker. Guck mal, hätte ich gar keinen Schraubenzieher gebraucht. Micha, was ist meine Lieblingseinspritzung? Bremsenreiniger. Richtig. Immer vorbereitet sein. Einmal drehen mit Degenhardt, ey. Ich glaube, der braucht wie nur so einen Impuls. Ich kann es gar nicht erklären. Jetzt müsste er anspringen. Ich ziehe mein Gebot zurück, Marco. Von gerade. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe oder die schlechtesten Leisten. Die Einspritzanlage. Dortmund hat ja einen Stadtkern. Wir fahren jetzt quasi in Dortmund rein. Für die Leute, die Dortmund nicht kennen, zur rechten Seite haben wir unsere Westfalenhalle. Hinter der Westfalenhalle, guck mal, da siehst du es noch ein bisschen, sind die gelben, siehst du die gelben Balken da hinten rausgucken? Das ist unser Westfalenstadion. Ist natürlich bekannt, Dortmund. Fußballstadt. Hier zum Beispiel, wenn du jetzt da rüber guckst, ist der Florianturm. Dahinter ist dann der Westfalenpark. So, gefühlt bratschelt mir jetzt das der Nachteil beim Cabrio. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Hitzestau im Kopf. Mhm. Den habe ich zwar öfter, aber das ist echt heiß am Kopf. Aber hier links, ich glaube nicht schwer zu erkennen, seht ihr das Pace? Geiles Gebäude, dominantes, geiles Gebäude an der Hauptkreuzung von Dortmund. Wir sind hier auf der, für mich ist das hier der Kreuzpunkt von Dortmund. Wir sind hier mitten in Dortmund und Chopin hat hier sein geiles Gebäude. Also kann ich nicht anders sagen, geiler geht's nicht. So, und jetzt sieht man mal die unmittelbare Nähe. Pace, linke Seite. Und dann zeige ich euch, was jetzt hier ist. Links Pace, hier könnt ihr parken. Hier vorne übrigens ist das Frittenlabor. Haben wir auch schon mal ein paar Pommes gegessen, sehr lecker. Mhm. Currywurst, doppelt natürlich. Und jetzt fahren wir auf unsere, ich nenne es immer S-Kurve zu. Wenn ihr bei uns ins Navigationssystem Hausnummer 12 eingibt, schickt euch das Navigationssystem jetzt rechts, wo auch der Bus lang fährt. Weil die Hausnummer 12 wäre nämlich jetzt ungefähr hier rechts. Aber ich kann immer nur sagen, fürs Navigationssystem die 10 eingeben. Weil dann zeige ich euch, wo jetzt Hausnummer 10 ist. Wir fahren jetzt hier um die Kurve. So, und jetzt glaube ich, haben wir schon ein relativ auffälliges, markantes Auto hier stehen. Und zwar taucht da unser Golf auf. Und das ist ja jetzt wirklich um die Ecke, ne? Das ist ja mehr um die Ecke. Also ich glaube, das sind keine 400 Meter. Hier rechts geht es jetzt zu uns rein. Und wenn wir jetzt geradeaus fahren, da werden wir zwei, drei kleine Schnitte haben. Aber im Prinzip bleibt ihr auf dieser Straße 1,1 Kilometer. Und dann seid ihr gleich da, wo wir jetzt wieder sind.
auch schon wieder gut was los hier, ne? Mhm. Ja, was eine Fahrt durch Dortmund. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was zeigen. Aber ich habe gesehen, hast du gesehen, die ganzen Leute, die neben uns hergefahren sind? Wie oft also wir... So viel Aufmerksamkeit hatte ich noch nie. Doch alle Daumen nach oben, alle... Gibt es in Hamburg auch nicht so. Also hier viel mehr. Die Leute viel schärfer auf die Autos. Aber wir haben es auch echt in perfekter Szene gesetzt. Also ich glaube, besser konnte man es nicht machen. Wetter hat gepasst, Autos haben gepasst, Stimmung hat gepasst. Alles geil. Vielleicht müssen wir demnächst mal, wenn wir irgendwann mal einen anderen, wir haben noch mal ein Breitbauauto angeboten bekommen. Vielleicht wird das was, das wäre so ein Hamburger Kiezauto. Aber dann fahren wir nach Hamburg. Dann machst du mit uns eine Hamburg-Rundreise? Machen wir. Da habe ich Bock drauf. Also, bis zum nächsten Video, vielleicht in Hamburg. Bis dahin, ciao.